Pfarrer Martin Trimpe, wir stehen hier in Altötting, sofern das Benediktforum hier noch stattfindet. Und Sie kannten Papst Benedikt Josef Ratzinger schon sehr lange. Wann sind Sie sich denn das erste Mal begegnet? Im Sommersemester 65, 66, da habe ich in Münster angefangen, Theologie zu studieren. Und da, also ich hatte vorher Philosophie schon gemacht und da habe ich ihn kennengelernt, war sehr beeindruckt von ihm, weil er so geschliffen geredet hat, so tiefgründig, wunderbar erklären konnte und auch in seiner Bescheidenheit. Er hat, ich habe gemerkt, hat niemals um Beifall geheischt oder er war ein Mann, der sehr einfach mit dem Fahrrad angefahren kam und eine alte Aktentasche hatte und man merkt, das war ihm ein Anliegen, uns also den Glauben zu erschließen. Als Deutscher muss ich das jetzt natürlich fragen, hatte er einen Helm auf? Damals gab es noch gar keine Helme. Ich hatte auch keinen Helm auf. Ja, trotzdem gut gegangen. Und Sie haben ja dann auch mit ihm zusammengearbeitet. Ja, aber sehr viel später, Ende der 60er Jahre, bin nach Tübingen dann gewechselt. Da habe ich mal eine Arbeit bei ihm geschrieben und dann kam eine Bekanntschaft mit dem Assistenten zuwege. Und darüber hat sich dann die Möglichkeit geboten, sich für mich bei ihm dann als wissenschaftliche Hilfskraft zu arbeiten. Das waren so wöchentlich eine bestimmte Anzahl von Stunden und da habe ich ihn natürlich persönlich auch kennengelernt. Sie hatten das auf dem Benediktforum schon ganz eindrücklich erzählt, aber Sie waren da in einer ganz schwierigen Phase und sind auch ein bisschen in eine Krise geraten, wenn Sie das nochmal erzählen könnten. Ja, ich war Mitglied des SDS, sogar da eine Zeitweise bin, aber dann war bewegt von den großen Problemkreisen, die damals die alle jungen Leute eigentlich bewegt hat. Nicht? Einmal, dass die am Ende der Nachkriegszeit und des Wiederaufbaus stellt sich die Frage, nach welchen Gesichtspunkten müssen wir eigentlich arbeiten. Nicht? Oder dann die Frage der internationalen Solidarität mit den Ländern, der Entwicklungsländern. Dann die Frage der unaufgearbeitete Nazizeit und natürlich auch dann die Umstände und Missstände an Universitäten und so weiter. Das alles hat mich außerordentlich tief berührt. Ich habe auch am Frankfurter Auschwitz-Prozess mitgenommen, habe da bis in die Tiefe hinein diese Dinge miterlebt, kann man sagen. Und da musste eine Antwort drauf kommen. Das führte dann dazu, dass ich dann zu den Revolutionären gegangen bin, aber nicht sehr lange. Ich habe dann sehr bald gespürt, wie gnadenlos die Leute waren. Aber das hat auch Ihren Glauben beeinflusst? Ja, zunächst mal, das hat mich irritiert, das Ganze, weil ja das parallel lief zu diesen großen Reformbewegungen innerhalb der Kirche und da haben dann viele Leute, auch Priester und Pfarrer und so weiter, dann die Kirchen ausgeräumt und jeder feiert Liturgie nach eigenem Gusto. Und jeder hat irgendwann eine These in die Welt gesetzt und dies näherte sich alles dem Neomarxismus. Und das hat mich sehr tief persönlich irritiert, ja. Aber Sie haben erzählt, dass dann ausgerechnet Professor Ratzinger da was bei Ihnen ausgelöst hat. Ja, das ist eine sehr schöne Geschichte, für die ich im Zeitlebens dankbar sein werde. Das war in dieser Phase, wo ich wirklich ganz am Ende war und nicht mehr wusste, was ich eigentlich machen sollte, auch einfach leer war. Und dann habe ich mich an einem Samstagnachmittag in die Kirche St. Johannes in Tübingen gesetzt und natürlich an der Seite, wie das ist, wenn man selbst, man stellt sich ja nicht vor einen Altar da in solchen Situationen. Und dann merkt ihr von, da kommt jemand in die Kirche rein, war das Professor Ratzinger, kniete dich dorthin und betete eine geraume Zeit. Und stand dann auf und ich folgte ihm mit dem Blick und dann sah ich, wie er in den Beichtstuhl ging und beichtete. Das hat mich ganz tief beeindruckt. Und dann habe ich schlagartig gewusst, was der Mann macht, das müsstest du eigentlich auch machen. Und ich hatte die Beichtpraxis schon geraume Zeit aufgegeben und habe sie dann nachhaltig wieder eingeführt. Und das war dann auch eine große Lösung, eine von vielen Punkten, die dann dazu geführt, dass ich später doch auch überzeugt und gerne und mit vollem Bewusstsein Priester geworden bin. Haben Sie mit Ratzinger später nochmal darüber gesprochen? Darüber nicht, aber nein, er weiß es, jetzt weiß er es vom Himmel, denke ich aus, aber zu seinen Lebzeiten nicht. Aber ich habe ihm natürlich auch vielerlei Weise zu spüren gegeben, dass ich sehr viel ihm verdanke. Eine ganz nette Geschichte gibt es dann noch. Ich habe ihm dann zum
Namenstag einmal einen kleinen Bleistiftanspitzer gegeben, weil es meine Aufgabe war, immer seine Bleistifte anzuspitzen. Er hatte, war also in der, er beherrschte die Eilschrift, also die, die Stenografie der Stenografie, und dies muss man nur mit einem weichen Bleistift machen. Mit dem Erfolg, dass er jede Woche mit einem Bouquet von Bleistiften kam, ich musste die da anspitzen. Da habe ich ihm dann einen, einfach so eigentlich mehr als Gag und so, aber ich hatte ja auch nicht viel Geld, dann einen Bleistiftanspitzer gestellt aus grünem Plastik mit einem eingebauten Döschen für den Abrieb. Und das hat er. Er hatte so viel Freude an dem Einfachen, dass ihn das bis in den, auf den Schreibtisch des Papstes gefolgt ist. Sie haben ihn also auch nochmal getroffen, als er Papst war. Ja. Und hat er sich da verändert? Überhaupt nicht. Er ist derselbe unkomplizierte, herzliche Mensch gewesen, der ein ganz großes Herz hatte für auch ganz besonders Ausländer. Und so. Das habe ich immer bewundert bei ihm. Und ein Verstehensgenie war er einfach. Aber hat es Sie überrascht, als er dann zurückgetreten ist? Ja, es war ja Karnevalsmontag, nicht? Am 11. November. Ich war mit dem Auto unterwegs, hörte das also über den Radioapparat. Ich habe das nicht vorgeahnt, aber ich denke, es ist von Anfang an eine sehr plausible Geschichte gewesen für ihn. Er wusste, ich habe nur begrenzte Kräfte, und wenn die Kräfte ein Minimum unterschreiten, dann muss ich den Platz freimachen, ja. Wenn Sie, sofern es so kommen sollte und der Herrgott gnädig auf uns alle schaut, aber wenn Sie eines Tages Ratzinger, Papst Benedikt im Himmel, wieder begegnen sollten, was wäre das Erste, was Sie ihm sagen würden? Danke, Josef. Und ein Bier mit ihm trinken? Im Himmel wahrscheinlich nicht, aber Ambrosia und Nektar, nicht? Okay. Also vielen Dank für das Gespräch. Danke.